Dad! Dad! Lass mich los! Die sind im Auto! Jenny! Ich habe meine Familie ermordet! Faye! Ich bin wie mein Dad! Lass mich los! Ich bin wie er! Miller? Ich bin Dr. Lohmann. Robert Carrigan fragte... Doktor, Sie haben keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Ed nach Hause bringen. Es ist ein weiter Weg von L.A. Wann kommen Sie her? Wenn alles gut geht, dann morgen früh. Ich will sofort mit Ed loslegen. Ich werde Sie erwarten. Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Lomas. Doktor in was genau? Doktor. Bachelor in Psychologie von der UC Berkeley. Master in... systemische und Familienpsychotherapie an der University of Michigan. Robert? Und? Warum?
Promoviert in klinischer Psychologie in Stanford. Okay. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf meine Erinnerungen, mein Trauma, mein Zimmer, meine Probleme. Sie haben eine Stunde. Eine. Der Patient hat keinerlei sichtbare Verletzungen am Innenohr. Damit sind physische Ursachen auszuschließen. Es könnte ein Fall von Akrophobie mit neurologischen Ursachen sein, ausgelöst durch die jüngste traumatische Episode, wie Sie schon sagten. Was ist mit seiner Tochter und dieser Frau? Wissen wir da irgendwas? Offiziell hat Mr. Miller keine Kinder. Und wegen dieser Frau, diese Faye... Nein, nichts. Was allerdings Ihren Wunsch angeht, ihn außerhalb des Krankenhauses zu behandeln... Er ist mein Patient, Doktor. Er ist aufgeschmissen. Er weiß, dass er sich niemals von allein wieder erholt. Doch das ändert nichts daran, dass er sich von mir bedroht fühlt. Oder ist das nur seine Art, um Hilfe zu bitten? Sollen wir anfangen? Tick, tack, Doktor. Warum hat Robert Carrigan mich wohl gebeten, Sie zu sehen? Weil er steinreich ist, Schuldgefühle hat. Oder Langeweile? Ich dachte, Sie wären Freunde. Was macht das für einen Unterschied? Sie sagen, es sei Ihr Fehler, dass Ihre Tochter und deren Mutter gestorben sind. Und Sie wollen mir nicht glauben. Natürlich. Es gibt keine Belege dafür, dass Sie eine Tochter haben. Ich hatte die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Es ist alles so schnell passiert. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ziemlich beschissen. Als würde irgendein Arsch ankommen und einem Salz in die Wunde streuen. Klar? Wenn Sie mir nur eine Stunde geben, nutzen wir sie doch sinnvoll, hm? Beschissen? Warum? Warum? Weil ich meine Tochter verloren habe. Weil ich zwei Menschen umgebracht habe. Weil mich alle wie einen Verrückten behandeln. Weil ich in eine Flasche aus einem Dalí-Gemälde schiffe. Weil alles völlig surreal ist. Weil... Wegen Ihnen. Reicht Ihnen beschissen oder soll ich noch weitermachen? Ed, ich bin hier, um zu helfen. Klar. Geld hat bestimmt nichts damit zu tun. Wie viel bezahlt Ihnen Robert denn so? Überzeugen Sie mich davon, dass diese Fay existiert. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Ich hatte seit Jahren eine Schreibblockade. Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Okay. Ed, hatten Sie jemals diese Angst vor einem weißen Blatt Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art... Aufwärmübung? Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Haben meine Augen das Wort gefunden, sind meine Finger an der Reihe.
Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist, dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Echt jetzt? Hi! Rate mal, wer hier ist. Ich wette, du weißt nicht, woher ich deine Nummer habe. Ist es so? Ich würde dich gerne wiedersehen. Oh, hab wohl einen Ohrring verloren. Falls du... Miau! Ich komm ja schon, Samuel! Bitte, mach die Tür auf! Tut echt weh. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine Säge, falls du eine brauchst. Echt jetzt? Nein, kleiner Scherz. Genau. Kannst du mir helfen? Mein Akku ist leer und hier sind sonst keine Häuser. Ich bin ja kein Arzt, aber das sieht übel aus. Ich habe zwar eigentlich gerade was zu tun, aber ich bringe dich ins Krankenhaus. Nein, lass mal. Hab gerade keinen Job. Ich bin nicht versichert. Ich muss mich hinlegen. Bitte. Keine Sorge, die Krankenhausrechnung übernehme ich. Was? Das kann ich nicht annehmen. Ist bestimmt nichts. Ich muss mich ausruhen. Wenn du verblutest, musst du das aber aufwischen. Darf ich mich abstützen? Vielleicht solltest du lieber fragen, bevor du dich auf jemanden stützt. Moment, langsam. Moment, nicht so schnell. Versteh das bitte nicht falsch, aber das ginge schneller, wenn ich dich tragen würde. Ich kann gehen. Nur nicht so schnell. Na schön. Trag mich. Okay, ich werde dich da anfassen. Okay? Und da. Und dich hochheben. Okay? Ja, okay. Ist das okay für dich? Ist okay für mich.
Okay, los geht's. Okay. Hey, bin ich so schwer? Wenn du deinen Rucksack abgenommen hättest. Okay, ich lass dich jetzt los. Moment, Moment. Lass mich meinen Rucksack abnehmen. Jetzt? Soll mein Rücken auch wehtun? Meiner tut schon weh. Okay. Darf ich? Du darfst. Ich darf? Ja, bitte. Okay. Endlich. Danke. Alles klar bei dir? Bequem so? Hm? So bequem, wie es geht. Schätze ich mal. Danke. Wie war nochmal dein Name? Ich bin Ed. Danke, Ed. Ich bin Faye. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Ich hab mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay? Ed, mein Schatz, hast du die kleine Decke, die ich für Petronius gemacht habe? Tante Claire? Welche Decke? Gibt's jetzt echt auch noch Katzendecken? Die hätte längst kommen sollen. Warte mal, ich habe da neulich ein Paket gekriegt. Ich schau mal nach. Wenn du mir etwas Eis bringen könntest. Ja, kann ich. Warte, warte. Langsam. Oh, perfekt. Vielleicht solltest du dich ausruhen. Gute Idee. Komm schon, hau ab. Komm schon, hopp, weg. Wie kannst du so schnell fressen? Nein, nein. Wir hören schön auf den Tierarzt.
Was? Du kochst doch auch nicht, Pat. Nicht übel, aber auch nicht wirklich gut. Immerhin etwas. Vielleicht ein Anfang. Ed? Bist du da? Ich bin hier. Die Treppe hoch. Ah, super. Ich dachte, du bist weg. Hey, das Eis hat geholfen. Mein Knöchel ist fast wie neu. Das heilt bei dir aber schnell. So ist das immer bei mir. Übrigens, danke für die Decke. Ach, das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Ich wollte ja nicht, dass du erfrierst. Unmöglich. Ich bin unsterblich. Außerdem wird mir meistens schnell wieder warm. Hast du schon was gegessen? Ich hab Hunger. Soll ich runterkommen und dir irgendwas machen? Irgendwas? Das mag ich am allerliebsten. Schmeckt das? Nee, schmeckt zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. Klingt köstlich, aber... Ich mach mir einfach selbst was. Wäre das okay? Da sieht jemand zufrieden aus. Na, unterbreche ich da gerade was? Aha. Pornos? Irgendwas? Pornos. Das ist etwas... Ich schreibe da was.
Oh, du schreibst? Was schreibst du denn, Ed? Ohne Scheiß? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wohin die Reise diesmal gehen soll. Naja, hier, falls du unterwegs Durst kriegst. Sagen wir einfach, dass ich mich so bedanke. Ein Trinkspruch? Darf ich fragen, wo du den her hast? Aus deiner Küche. Er stand da so rum. Ha, hab ich drin gelassen, damit du's findest. Ist nicht wahr. Und ich bin drauf reingefallen? Ich sag's nur ungern, aber ja. Machst du das mit allen, die hier vorbeikommen? Diese Woche waren's schon 6, 7, 8. Ich bin entsetzt. Und dann? Stoßen wir an. Willst du sonst noch was wissen? Frag. Du hast Zeit, bis mein Glas leer ist. Je gewagter die Frage, desto größer der Schluck. Was treibst du hier in Sarrow Lake? Stell dir vor. Ich suche jemanden. Wen? Ehrlich gesagt, bin ich nicht sicher. Kleiner Schluck. Ich hoffe, mit der Frage mache ich mir nicht allzu viel kaputt, aber wie alt bist du? 23. Halb so alt wie du. Ah, sehe ich so alt aus? Darauf antworte ich nicht. Mittlerer Schluck. Okay, du hast noch eine. Mach das Beste draus. Möchtest du über Nacht hierbleiben? Deckst du mich zu, wie beim letzten Mal? Oder noch besser. Versprochen. Wörter. Jetzt verstehe ich deine Wortgewandtheit. Wolf, Beers, Plath und Poe. Alles tragische Todesfälle. Sollte ich Angst haben? Mein Lieblingsbuch fehlt. Der Sohn des Roten Korsaren. Emilio Salgari, stimmt's? Wie ist er gestorben? Selbstmord. Ich sollte Angst haben. Schau an, einer lebt noch. Ich bin gerettet. Du magst Ed Miller? Du sprichst gerade mit ihm höchstpersönlich. Ed Miller. Angenehm. Ja, klar. Zudem habe ich sogar eine Geschichte. Also, was gibt's denn da für eine Geschichte? Eine schlimme. Oh. Hat er dir irgendwie wehgetan? Das Schlimmste ist, dass er es nicht mal weiß. Ich war vielleicht 13.
Ich war wie besessen von diesem Buch. Also der Billigausgabe. Ich hatte gehört, dass er eine Signierstunde bei Rossmore Books gibt. Ich habe mich krankgestellt, um die Schule zu schwänzen. Meine Eltern haben es nicht geglaubt. Ich wollte während der Pause abhauen und wurde erwischt. Nach der Schule bin ich so schnell gerannt, dass ich mir den Absatz abgebrochen und den Knöchel umgeknickt habe. Aber ich hab's geschafft. Ich habe mich angestellt und gewartet und gewartet. Und als nur noch 3 Leute vor mir waren, da kam so ein älterer Typ, sein Verleger, glaube ich. Weiße Haare, weißer Anzug. Bist du immer noch hier? Was ist mit dem Radiointerview? Und er hat ihn mitgenommen. Ende. Hab nicht mal sein Gesicht gesehen. Der Hausarrest tat mehr weh als der Knöchel, aber die Enttäuschung war am schlimmsten. Wie auch immer, 13 Jahre alt. Du hast wirklich nie sein Gesicht gesehen? Er hat die ganze Zeit runter auf die Bücher geschaut. Und da standen Leute im Weg. Und du hast sonst auch nie ein Foto von ihm gesehen? Online oder in der Presse? Vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Dreh's mal um. Nein. Ja, nein. Ja. Natürlich. Du hast es mir sogar gesagt. Ich dachte, du machst Witze. Ich muss mir das mit eigenen Augen... Petronius, was habe ich dir gesagt, hä? Sorry, dein Knöchel. Schon gut, schon gut. Ich glaube, der mag mich nicht. Er mag generell keine Frauen. Er ist recht besitzergreifend. Oh, also hast du sehr oft Damenbesuch? Hier kommt keiner her. Nur mein Nachbar. Samuel Franklin. Oh, soll ich die Tür abschließen und das Licht ausmachen? Oder soll ich uns lieber noch ein Glas holen? Wie auch immer. Ich bin 23. Ich lern's nie. Erinnerst du dich noch an das Lied, das Buster am Ende des Buches singt? Ist von mir. Ist die Musik von dir? Ist ein Buch, das kann man nicht hören. Ich schon. Was? Nein. Nein. Sing! Von wegen. Ja, sing! Nein, nein! Bitte. Sing. 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 Wenn du singst, mache ich alles wieder gut. Ich signiere dir die gebundene Ausgabe. Mit Foto und dem ganzen Kram. The itch in me hates all that I am. The itch in you hates all that you are. But when we are together, hate each other twice as much. That's the reason why we will never part. Which goes to show just how itchy we are. I never meant to cause you any harm. Cause darling, you need no help with that. But it's so fucking funny to see how you destroy your life, or in your case, to see how I wreck mine. What a waste it'd be for
or didn't. It's him up. Which goes to show just how bitchy we are. Und dann, ich glaube nicht, dass ich noch im Detail erzählen muss, was dann passiert ist. Ich kann's mir denken. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber eine Sache will ich wissen. Wissen Sie noch das Datum? Ich weiß nicht mal das von heute. Unser Gehirn sammelt weitaus mehr Informationen, als wir meinen. Schauen Sie her. Nein. Sie wollen mich hypnotisieren. Bitte. Ich hätte gedacht, dass Robert jemanden anheuert, der sich auskennt. Je mehr Sie meine Arbeit behindern, desto länger bin ich hier. Also gehen wir nochmal zurück zu diesem Tag. Sie haben vor einiger Zeit einen Roman geschrieben, hatten dann aber jahrelang eine Schreibblockade. Sie schauen durch ihr Bürofenster. Laub tanzt im Wind. Vögel singen am Himmel. Sie haben einen Becher in der Hand. Ein Gefühl von Wärme. Ein beruhigender Geruch. Sie schauen zu einem Baum und plötzlich ist da eine Idee. Ihr Kater stört sie und bettelt um Futter. Und als sie ihn füttern wollen... Da ist jemand an der Tür. Komm ja schon, Samuel! Bitte, mach die Tür auf! Hi. Hi? Tut echt weh. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Ich habe mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay. Sie haben da einen Samuel erwähnt.
Ein Freund? Ein Nachbar? Der wohnt 5 Minuten entfernt, auf der anderen Seite des Waldes, mit seiner Frau. Sie nennen Ihren Kater Pat? Kurzform von Petronius. Und mag der Ginger Ale wie der in Die Tür in den Sommer? Ich lese auch. Wo haben Sie ihn her? Von Tante Claire. Kurz nachdem ich hierher gezogen bin. Damit du nicht einsam bist. Was Sie ja eigentlich wollten. Warum habe ich ihn hier noch nicht gesehen? Der haut manchmal ab. Wann? Weiß ich noch nicht. Hatten Sie noch andere Haustiere? Ich wollte nicht mal Pet haben, konnte aber nicht Nein sagen. Trinken Sie gern was? Wein. Niemals allein. Warum? Ich gefalle den Leuten so besser. Wie hat sie das gemacht? Hab sie noch nicht gefragt. Ich komm ja schon, Samuel. Bitte, mach die Tür auf. Hi. Hi. Tut echt weh. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Ich habe mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay?
Sagen wir einfach, dass ich mich so bedanke. Ein Trinkspruch? Hab gerade meinen Abschluss gemacht. Psychologie. Oh. Sie haben mir nicht erzählt, dass sie Psychologin war. Warum? Und warum ist das für Sie so ein rotes Tuch? Ohne meine Tante wäre ich jetzt tot. Was meinen Sie? Sie hatten jahrelang eine Schreibblockade. Wie war das für Sie, wieder schreiben zu können? Gut, aber beängstigend. Werden Sie die Idee weiterverfolgen? Wir werden sehen. Sie haben den bei einer Auktion ersteigert, oder? Wem hat er mal gehört? Der erste Flapper Amerikas. V.F. Scott zusammen. Zelda Fitzgerald. Und ihrem Mann. Wie Sie sicher wissen, waren beide am Ende in psychiatrischer Behandlung. Er war Alkoholiker, aber starb an Tuberkulose. Sie war schizophren und starb bei einem Feuer im Irrenhaus. Verstehe. Danke. Ist Ihr Handy an, Ed? Ja. Welches Datum steht darauf? 8. Oktober. Alles okay? Wie gesagt. Sie haben ja keine Ahnung, wie schade ich das finde, dass das nichts gebracht hat. Ich musste es versuchen. Also, Sie haben es geschafft? Ich bin geheilt? Ich werde Sie nicht heilen, sondern Sie. Wir machen später weiter. Ruhen Sie sich aus. Das Lächeln der Schwester, die dich den Armen deiner Mutter entriss. Deine erste Liebe. Schlaflos, in einem fremden Haus. In einem fremden Bett. Neben einem dir fremden Körper. Spinnen stehen Schlange, um in deinen Mund zu krabbeln. Alle deine Fernseher wünschen sich, endlich wieder zu laufen. Eine Schabe
kratzt sich den Bauch mit den Borsten deiner Zahnbürste. Wer wird denn nicht gerne gekitzelt? Und dann, hörst du? Oh, Doktor, wie lange sind Sie schon da? Ich wollte Sie nicht stören. Von wem ist das Gedicht? Ach Gott, ich lasse mir bei der Arbeit gern Verse einfallen. Oh, daher hat Ed das also mit dem Schreiben. Oder von meinem Bruder, seinem Vater. Das liegt in der Familie. Wo ist sein Vater? Wo habe ich die Soße gelassen? Oh, sie ist direkt da. Ich hol sie. Oh, das passt schon. Eddie liebt Drei-Bohnen-Chili. Als er klein war, hat er mich immer danach gefragt. Haben Sie viel Zeit zusammen verbracht? Wollen Sie mit mir essen? Ich esse gewöhnlich oben mit Ed. Aber es ist auch kein Drama, wenn er mal alleine ist. Zumal ich genug Chili für eine ganze Armee habe. Oh, vielen Dank. Aber ich denke, es wäre besser für Ed, wenn Sie zusammen essen würden. Ich glaube, ich könnte frische Luft gebrauchen. Mal Pause machen und meine Notizen sortieren. Sie sollten zum Bootssteg. Da gibt's jede Menge Sonne. Ich mache Ihnen ein Sandwich. Was sagen Sie zu Ed? Er ist ein wenig dickköpfig, oder? Kann er bald wieder gehen? Es geht ihm so gut, wie man es in einer solchen Situation erwarten kann. Nun, ich denke, er sollte sich auf seine Übungen konzentrieren, oder? Was für Übungen? Schinken, Käse, Salat, Tomaten und Mayonnaise? Ja, das ist perfekt. Also, wenn ich ihm beim letzten Mal helfen konnte, dann sollte ein Doktor wie Sie das schaffen. Helfen? Womit denn genau? Vertigo. Höhenangst. Ach, ich kann Ihnen sagen, als Kind hatte Eddie nie Höhenangst. Kein Piratenkapitän hat das. Sehen Sie den Baum? Den mit dem Liegestuhl. Da war mal ein kleines Baumhaus drin. Ed hat dort sehr viele Stunden verbracht. Mein Bruder hat es für ihn gebaut. Und Eddie hat es dann zu seinem Piratenschiff gemacht. Er konnte über nichts anderes mehr reden. Pirat dies, Pirat das. Er war von Piraten wie besessen, seit ich ihm ein Buch von Salgari geschenkt hatte. Und mit seiner Liebe zu Piraten kam auch seine Liebe zum Lesen. Sehen Sie? So ging das mit dem Schreiben los. Rätsel gelöst. Ich will mich nicht aufdrängen, nur... Wo sind seine Eltern? Na dann los, Doktor. Sonst bleibt Ihnen keine Zeit für Ihr Sandwich.